Rettungskräfte kämpfen um das Leben anderer Menschen, das ist ihre Aufgabe. Und andere können seltsamerweise gar nicht genug davon bekommen und nah genug dran sein, um zu glotzen. Und damit behindern sie sogar die Arbeit am Ende des Tages. Im schlimmsten Fall bedeutet das für alle Beteiligten Lebensgefahr. Und weil das viel zu oft passiert, hat sich die Feuerwehr in Paderborn was einfallen lassen. Die Gaffer, das Blaulicht und die schrecklichen Bilder vom Unfall. In der sogenannten Gafferbox versucht die Polizei Paderborn, den Unfallort so realistisch wie möglich darzustellen. Und dazu gehören heute leider oft Leute, die gaffen. Eine Situation, die Nico Henneken als Feuerwehrmann immer wieder miterleben muss. Die kämpfen gerade in den Autos um ihr Leben und andere stehen dahinter, anstatt zu helfen, machen Fotos davon. Unfassbar. Also ich kann es nicht verstehen. Um ein Verständnis dafür zu kriegen, wie man sich als Unfallopfer fühlt, hat die Polizei eine Gafferbox wie hier in Nordrhein-Westfalen in einer Schule aufgestellt. An den Wänden sind lebensgroße Gaffer und Retter abgebildet. Eine Sirene und Unfallgeräusche simulieren einen Unfall. Die Box ist mit einer Größe von 3x3 Metern bewusst klein gehalten, erklärt Michael Eickhoff von der Polizei Paderborn. Denn Gaffer filmen längst nicht mehr nur aus der Ferne. Diese Sensationsgier hat in letzter Zeit und in den letzten Jahren wesentlich zugenommen, dass eher ein Kreis gebildet wird, der enger geschlossen wird, Einsatzkräfte weniger schlechter arbeiten können. Um das Gefühl der Opfer noch realistischer zu gestalten, kann man sich in der Box auch hinlegen. Man fühlt sich sehr, sehr unwohl und vor allem beobachtet. Sorgt auch dann direkt für so ein beengendes Gefühl. Die Geräuschkulisse, es ist super laut und das möchte man auf jeden Fall so nicht erleben. Und das dürfen tatsächlich auch nur volljährige Personen, denn die Unfallbilder sind echt und teilweise schockierend. Nico kennt das aus dem echten Leben. Die Gafferbox vermittelt das aus seiner Sicht sehr gut. Also die Box kommt schon der Realität sehr, sehr nah, muss ich sagen. Also auch von den Hintergrundgeräuschen, die in der Box da so, die man da so hören kann. Deshalb will die Polizei die Box jetzt häufiger einsetzen. Außerdem kann sie auch ausgeliehen werden. Für Nico ist sie auf jeden Fall ein sehr abschreckendes Beispiel, wie sich Retter, aber auch Opfer fühlen können, wenn sie in größter Not fotografiert oder gefilmt werden.